Ed Sheeran? Mit diesen Stars will Gil Oferim Musik machen. Gibt es bald eine musikalische Zusammenarbeit zwischen nationalen und internationalen Künstlern? Sänger Gil Oferim, 35, rockt bereits als Teenie die deutschen Bühnen und hat durch seine beiden Bands Zoo Army und 8 bereits Erfahrungen mit anderen Künstlern gemacht. Doch auf seiner Liste stehen noch weitere namhafte Stars, mit denen Gil seine Leidenschaft für Melodien teilen möchte. Promiflash hat der 35-Jährige verraten, mit wem er gerne eine Platte aufnehmen würde. Promiflash traf den amtierenden Let's Dance-Sieger bei seinem Konzert in Berlin und entlockte ihm den ein oder anderen Wunschpartner. Ich würde gerne mal mit Bruno Mars, 32, und Ed Sheeran, 27, einen Song schreiben. Wenn es also nach dem Synchronsprecher geht, könnten Fans in Zukunft mal eine Schmuseballade mit oder eine lockere R&B-Nummer mitzuhören bekommen. Doch nicht nur die amerikanische Musikszene will aufmischen, ich würde auch unfassbar gerne eines Tages mit Peter Maffay, 68, gemeinsam Musik machen. Auch Altrocker Udo Lindenberg, 71. Oder die im Gegensatz dazu vergleichsweise neue Band Silbermond gehören zu den Favoriten des Schauspielers. Welche potenzielle Kooperation steht bei euch hoch im Rennen? Stimmt ab!